Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video werde ich eine Vorrichtung bauen, mit der ihr 45 Grad Schnitte machen könnt. Das ist sozusagen eine Vorrichtung, die speziell dafür ist, um Bilderrahmen herzustellen. Ich habe mich lange davor gesträubt, die zu bauen, aber heute baue ich sie und es ist auch gar nicht schwer, aber es gibt hier und da ein paar Punkte, die diese Vorrichtung erst richtig gut machen. Und ich sage euch, ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht nicht ganz... Also ich bin echt begeistert von der... Also jedes Mal, wenn ich von etwas begeistert bin, brauche ich 100 Anläufe, bis es funktioniert. Ohne Scheiß. Das ist fürchterlich. Die Vorrichtung ist sau gut. Googelt sie euch an. Wenn nicht, dann nicht. Viel Spaß. Ich habe jetzt hier Holz geholt und das... Ey, das ist die Fail Nummer 1 fürs Video, ne? Und das wird so die Grundbasis von unserer Führung sein. Jetzt muss natürlich da hinten am Haus irgendwas geschnitten werden. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ich habe vor etwas längerer Zeit ziemlich viel mit MDF gemacht und dann irgendwann mehr mit Multiplex. Das bedeutet, diese Platte steht schon sehr lang. Ich habe auch überprüft, ob es einigermaßen gerade ist und das sollte hier für diesen kleinen Schiebeschlitten reichen. Diese Platte schneide ich jetzt erstmal auf ein kleineres Maß, weil so eine große Platte brauchen wir ja nicht. Unsere Platte soll ja später hier so drauf kommen und dafür, dass sie hier da drauf auch laufen kann, brauchen wir noch Führungsschienen und die schneiden wir uns jetzt schnell aus ein bisschen Hartholz zurecht und hobeln sie dann in meinem Fall auf ein passendes Maß. Wenn ihr keine Hobelmaschine habt, die so genau ist, könnt ihr das auch mit der Tischkreissäge eben machen. Als nächstes werde ich jetzt das Sägeblatt ausbauen, denn ich will die Platte gleich auf diese Holzstreifen drauflegen. Wie ich das mache, werde ich euch das zeigen. Und weil man bei dieser Säge das Blatt nicht ganz verdecken kann, also ganz runterkurbeln, baue ich es einfach aus. Aber ich habe ein eigenes Video gemacht, da habe ich euch meine Tischkreissäge hier, diese alte, mal von vorne bis hinten gezeigt. Wenn euch die Maschine interessiert, schaut euch am besten einfach das Video an. Jetzt wollen wir natürlich gleich die Holzplatte hier auf die Leisten aufkleben und schrauben und ich habe sie jetzt so gemacht, dass sie ganz hier drin versinken, damit sie beim Schieben nicht unten auf dem Boden aufliegen. Jetzt habe ich mir so kleine kleine Muttern geholt, die legen wir einfach hier unten rein, somit können wir das Brett ein bisschen nach oben bringen, gerade genug, um dann gleich die MDF-Platte hier drauf festzukleben. Wie beim Verleimen mache ich dann auch hier alles erstmal trocken. Das bedeutet, ich probiere es erstmal aus, ob es so, wie ich es mir gerade vorstelle, überhaupt hinhaut. Will ich euch auch auf jeden Fall empfehlen. Denn ihr seht da zum Beispiel gleich, ob irgendwie eine Leiste weiter nach vorne rausschauen muss oder. Boah, mein Arsch sieht so krass. Ich werde es jetzt als erstes mal nur mit Sekundenkleber ausprobieren, damit die Holzleisten unten dran haften bleiben. Das habe ich schon mal gemacht. Ist die ganze Spitze kaputt? Warum ist die ganze Spitze kaputt? Das habe ich schon mal gemacht, das hat echt ganz gut funktioniert. Funktioniert aber doch. Und hier diese 45 Grad halte ich mir einfach mit einem Geodreieck an. Ich habe nichts anderes hier. Wenn ihr da was Stabileres, Größeres habt, wäre das natürlich in dem Fall besser. Jetzt müssen wir schnell sein, damit es auch noch was bringt. Wie gesagt, das muss nur genug sein, damit man das Brett nach vorne rausgezogen bekommt und die Position noch stimmt. Und das hier schaut eigentlich sogar ganz gut aus. Ah, scheint zu funktionieren sogar. Cool, es hat funktioniert. Diese Platte ziehe ich jetzt vorsichtig nach hinten raus oder hin. Ja. Sekundenkleber ist einfach ein Helfer in der Werkstatt. Unabdingbar. Super, das hat echt gut funktioniert. Jetzt einfach überall ein paar Schrauben reinjagen. Und hier gehe ich immer nach dem schönen Spruch vor, mehr ist mehr, mehr hilft mehr. Und das schrauben wir jetzt hier. So, als nächstes können wir jetzt mal den ersten Schnitt machen. Der muss nicht groß sein. Einfach nur, damit wir sehen, wo die Schnittfuge in unserem Jig jetzt verläuft. Die Absaugen hier zumachen. Jetzt beim nächsten Schritt werde ich ein bisschen mehr Material benutzen, weil ich es überhaupt nicht sonst wegwerfen würde, benutze ich gerade die ganze Platte. Da ist es ein bisschen einfacher, den rechten Winkel zu
bekommen, wenn ihr das nicht machen möchtet, wenn ihr Material sparen möchtet, macht es einfach aus zwei separaten Streifen. Was ich meine, seht ihr jetzt im nächsten Schnitt. So, der nächste Schritt, nachdem ihr das jetzt auf Länge geschnitten habt, wäre es, das mit dem Zimmermannswinkel zu überprüfen. Ich zeige es euch mal. Ups, also jetzt. Wir haben hier noch ein bisschen Luft. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Das ist für die meisten Projekte mehr als in Ordnung. Aber am Schiebeschlitten werden wir es jetzt ganz genau schneiden, denn da werden wir es jetzt auf dem Schiebeschlitten einmal ein bisschen verdrehen, um dann den Schnitt nochmal zu machen. Wie gesagt, mein Schiebeschlitten ist nicht so tausendprozentig genau. Für alle normalen Projekte reicht es vollkommen. Ich habe hier diese Tenut-Schiene und die muss ich jetzt hier in dieses Brett einlassen, damit wir später hier sogar noch einen Stoppklotz dran haben. Und dafür fräse ich jetzt hier eine Nut und die muss dann ungefähr bis hierhin gehen. Dafür stelle ich mir als erstes mal die Oberfräse ein und nulle sie. Zack, jetzt kann ich hier meine Feineinstellungen nutzen. So, jetzt berühren wir das Brett. Hier haben wir 0. So, 0. Ich habe jetzt ein bisschen mehr eingestellt. 3/10 tiefer wird die Schiene später drin sitzen. Und jetzt können wir das Ganze fräsen. Da kann halt immer noch kein Absauger laufen, so Dreck. Katastrophe. Nur mal so ein Tipp am Rand. Ihr seht, das Zeug staubt ziemlich und MDF sollte man nicht unbedingt einatmen. Ihr seht, ich habe auch schon keine Atemschutzmaske mehr an. Das liegt daran, dass ich keinen Staubsauger habe, weil ich hier einfach keinen Platz mehr drin habe. Aber ich habe hier unten die Umluftfilter jetzt schon laufen und sehen tut man mal nichts mehr, aber die filtern das echt ziemlich mehr aus der Luft. Und wir haben jetzt eine schöne Nut hier in unserem Brett. Hier diese Tenut-Schiene werden wir später festmachen. Als erstes werden wir jetzt hier dieses Brett auf unserem großen Brett festmachen. Und das lege ich hier einfach in die Kante. Auch hier wieder mega praktisch, wenn man so ein paar helfende Hände hat. Die halten es dann ungefähr an Ort und Stelle. Warum schraube ich so gerne das T-Profilenschienenteil in das Brett? MDF ist schon ein geiler Werkstoff in manchen Fällen. Also wenn man Möbel baut, finde ich es nicht so geil, aber für so Konstruktion oder wenn man es lackieren will, dann ist das Zeug schon ziemlich cool. Katastrophe. Alter, heute ruft mich jeder an, ey, oder was? Hallo! Als nächstes werden wir unsere Vorrichtung zum ersten Mal benutzen, denn wir müssen hier in dieses kleine Stück Multiplex eine 45 Grad Schräge schneiden und dafür benutzen wir schon mal unsere Vorrichtung. Jetzt markiere ich mir hier in der Flucht eine Öffnung, da kommt dann gleich eine Bohrung rein und die kommt einfach hier in die Mitte rein. Wisst ihr, das letzte Mal hat mir jemand geschrieben, so ein lieber Zuschauer, hol dir mal Tenutensteine, die laufen da drin viel besser, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich sowas kaufe, kaufe ich es falsch. Die da waren viel zu breit und die passen jetzt. Ich weiß nicht, irgendwie. So,
So, manche Dinge muss ich noch ein bisschen muss ich es noch üben. Ich hab mal was Richtiges. Wuhu. Das nächste Mal kaufe ich einfach die richtigen Sachen sofort. Ich habe ja mal vor einiger Zeit hier solche Aufklebemaßbänder gekauft. Ah, das habe ich. Wo habe ich denn das benutzt? Ich habe jetzt zum Glück noch den Abschnitt von meinem Schiebeschlitten gefunden. Denn da habe ich auch hier so einen Streifen benutzt. Und der reicht gerade so aus, dass ich das hier wunderbar auf meinem 45-Grad-Schlitten festmachen kann. Und ich werde euch jetzt mal im Nahen zeigen, wie ich es festmache. So, und zwar, wenn ihr einen Bilderrahmen baut, möchtet ihr ja nicht wissen, wie groß außen das Maß ist, sondern ihr möchtet in der Regel das Innenmaß haben, damit ihr auch das Bild, denn davon kennt ihr ja die Maße, damit ihr das gut dann bauen könnt. Und wir machen einfach hier an die Schnittkante, machen wir genau das Maßband, denn dann können wir einfach einstellen, weil wir hier mit unserer Spitze uns das Innenmaß angeben, dann können wir damit einfach direkt das Innenmaß fertigstellen. Und egal, wie breit die Bretter sind, es spielt einfach keine Rolle. Das müssen wir jetzt einmal nur genau vorne auf die Spitze draufkleben. Das schneide ich dann noch ab. Das müsste hinhauen. Und dann kleben wir das mal fest. Wieder mal was dazugelernt, wenn man etwas macht und das filmen möchte, müsste man die Kamera auch einschalten. Ich habe jetzt einfach hier das Maßband draufgeklebt und das hier sitzt richtig gut. Also Vorrichtung ist schon mal fertig, ich habe es hinter der Kamera schon mal ausprobiert. Wir werden jetzt einen Schnitt machen und dann seht ihr mal, wie das Ganze ausschaut, wenn man es benutzt. Was soll das? Ich habe keinen Bilderrahmen gebaut. Genau, das werde ich in diesem Video nicht machen. Ich wollte euch jetzt nur mal zeigen, dass hier diese Kanten perfekt übereinstimmen. Das heißt, wir haben genau genug gearbeitet. Und in diesem Video werde ich dir nicht zeigen, wie man einen Bilderrahmen bauen. Das soll erstmal der Bau der Führung sein. Und im nächsten Video werde ich dir dann zeigen, wie man einen coolen Bilderrahmen von A bis Z baut. Von Holz herrichten, von Holz schneiden und vielleicht auch noch ein bisschen das Holz verändern, damit es auch richtig cool aussieht. Ich werde mit euch, das haben ein paar Leute noch nicht gemacht. Wenn du das nicht verpassen möchtest, abonnierst du am besten den Kanal und du kannst noch die Glocke anmachen. Dann bekommst du sogar eine Nachricht, wenn das neue Video online ist. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du diese Führung bereits kennst. Ich habe mich lange davor gesträubt, das Teil zu bauen, aber es war im Endeffekt doch sehr, sehr simpel. Und ich kann es echt jedem ans Herzen legen, der Bilderrahmen herstellen möchte. Danke, dass du so lange am Video dran geblieben bist. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis zum Bilderrahmenbau-Video. Ciao und wünsche dir einen schönen Tag. Nochmal. Ciao.